Fangen wir erstmal an mit dem Zusammenhang zu finden zwischen diesem Kapitel und den vorherigen Kapiteln. Was war das vorherige Kapitel? Al-Iqtisad fil Ibadah. Das heißt, die Mäßigkeit in der Ibadah. Und was hat das vorherige Kapitel mit diesem Kapitel zu tun? Wo ist hier der Zusammenhang? Oder ist das einfach, ja, inkohärent? Inkohärent heißt, ohne Zusammenhang, nicht zusammenhalten. Na, richtig. Der Zusammenhang liegt insofern zwischen den beiden Kapiteln, dass wer es mit einer Handlung übertreibt, wer eine Handlung überzieht, sich überstrapaziert, der wird nicht in der Lage sein, etwas länger, für längere Zeit laufen zu lassen. Er wird nicht in der Lage sein, etwas für längere Zeiten durchgehend auszuführen. Und deswegen ist insofern eben der Zusammenhang zwischen den zwei Kapiteln: nur wer gemäßigt seine Ibadat ausführt, wird auch in der Lage sein, diese kontinuierlich durchzuführen und darin nicht, die Überschrift hier ist ein bisschen abgekürzt in der deutschen Übersetzung, weil es heißt eigentlich, nach diesem Teil kommt وَتَرْكِ التَّهَاوُنْ بِهَا وَالتَّسَاهُلِ فِيهَا und eben das Unterlassen التَّهَاوُنْ, dass man sie nicht auf leichte Schulter nimmt und dass man nicht faul darin wird. Na,